So Leute, wir sind jetzt hier bei Sven, vorhin aus dem Gym gekommen. Sven hat für uns hart gegrillt, mega geil. Hart gekocht. Hart gekocht, ja. Er hat sich richtig Mühe gegeben auf jeden Fall. Ich zeige euch mal kurz, das ist hier der erste Schwung. Und Mario nimmt sich mein Steak, was ich mir gekauft habe. Das würde ich mir gerne, das teilst du mit mir, ne? Ja, aber sicher doch. Ja, das kann ich bloß probieren, ne? Ja, ja, okay. Und? Also richtig sneaky, der Mario, oder? Ah. Richtig sneaky, Mann. Ich kenne ihn erst seit 10 Minuten. Was? Ich sneaky. Ohne Scheiß, ne? Das kann gar nicht sein. Der nimmt sich einfach mein Steak, was ich mitgekauft habe. Ich brauche das noch. Ja, er braucht noch ein paar Gains. Deswegen. Aber wir teilen uns das, also alles easy. Weil die hilft das, deswegen muss ich das essen. Ja. Wie gesagt, das ist jetzt hier der erste Schwung. Und schmeckt es Bo? Ist ganz okay. Ganz okay, hat Sven sich nicht so viel... Ich habe vom Knochen gelöst und jetzt mache ich mir das Saftierfleisch noch. Sven kommt hier schon mit der nächsten Ladung. Hast du denn einen Ochsenhintern oder was? Das ist nicht mal Scheiße. Ochsen-Eier. Ja. Ah, und die Pesto drin. Und Ketchup zur Pesto drin. Und Zwolli gibt sich die anabolen Würstchen. Hey, ich habe so lange keine Bratwürste mehr gegessen. Ey, muss sein. Freue mich mega. Ey, aber hier sag mal, wir laden ja hier jetzt gerade was bei Instagram hoch, ne? So ein Ultra-Bild. Das Hochladen fehlgeschlagen, was ist das? Aus Riesen-Internet ist das. Das kann gar nicht sein. Du hast kein Datenvolumen. Er hat kein Datenvolumen, aber wir laden, beziehungsweise wir locken uns jetzt hier gleich ins WLAN ein. Komm ich rein, das? Komm ja, ich bin drin, ne? Ja, wunderbar. Ich glaube, der mag dich. Mein Laptop ist drin? Ja. Handy wäre nicht. Aber wisst ihr was, ich habe hier den geilsten Stuhl abgeräumt. Boah, das schmeckt so lecker. So, aber ich muss jetzt erstmal was essen und ich melde mich gleich wieder. Das ist das nicht, das ist eigentlich mal. Der Name ist schon mal nicht raus. Ey, Mario, was ist der Ketchup scharf? Mhm. Welcher Ketchup? Der da? Ja, der hat Flammen, ne? Scheiße, wenn man nicht lesen kann, ne? Ach, dachtest du, das wäre normaler? Nein, nein, das steht drauf. Okay. Aber das ist ja so scharf, ich hätte nicht gedacht. Ey, yo, Grillmeister, hast du alles im Griff? Klar. Ey, du siehst richtig Brecher-like aus. Richtig Assi-like. Hast du meine, diese Frikadelle oder was? Nee, das ist das letzte da. Ich hab nur meine Frikadelle und hier, was ist, ich weiß gar nicht, Rindfleisch von Butcher oder so. Ja. Das mach ich als letztes drauf. Nice. Weil das Ding ziemlich heiß ist gerade. Leute, guckt mal euch das Wetter an. Ultra scheiße. Hat auch gerade geregnet. Aber das hält uns nicht auf. Sven ist the man on the grill. Im Brechermodus. Wusch. Aber Hamburg-Preußen. Aber diese Ritze da, ne, in deinem Fleisch. Was war denn? Wie sieht die aus? Ja, woran erinnert dich das? Warte, ich zoome gerade ran. Vagina oder was? Ich weiß nicht, wo Eike sich so rumtreibt, das ist das. Aber auf jeden Fall ist es mutiertes Chicken. Ich seh's nicht mal. Da seht ihr jetzt gerade Eike Riemken, wie er sich gerade ein Ben & Jerry's Eis reinzieht. Eike, willst du noch irgendwas zu sagen zu dieser Schandtat? Ja. Ja? Also Leute, es geht weiter. Nach unserem Grillen, jetzt heftiges Ben & Jerry's Half-Baked. Schau euch das an. Ja, ich bin schon ganz reingezoomt. Alter. Sieht sehr gut aus. Schon leicht geschmolzen, so wie es gerne mögen. Ich sage euch jetzt, wie es schmeckt. Es schmeckt gut. Und? Oreos. Oreos auch noch dazu. Muss ich noch da eindippen, genau. Das ist der Dip für die Oreos. Richtig, ja. Du wirst natürlich erstmal das Eis stehen lassen. Es muss ziehen. Okay. Im Ofen. Ja. Konsistenz ist entscheidend. Und die Konsistenz ist entscheidend. Weil nämlich genau dann habt ihr den richtigen Flavor hier auf den Oreos. Ja. Verläuft was sehr schön, habe ich gerade gesehen. Ziemlich laut hier.
Was ich an den Fernseher. Ja, wir geben uns jetzt Transformer. Wisst ihr, welcher Film das noch hat ihr schon gesehen? Und schaut euch mal schaut euch mal die Maschine da an. Eieieiei, sowas muss in der Wohnung stehen haben. Das ist Svens Mofa. Mofa Club heiße Kette. Ey, aber ohne Scheiß, das ist richtig geil. Das müsst ihr einfach mal ausprobieren. Was? Aber das Eis? Was? Nee. Warte da. Was hast du denn so gelangt, Alter? Mit der Kettensäge, richtig geil. Was ist das? Und? Ja. No. Leute, in diesem Sinne, wir essen jetzt den ganzen Scheiß hier und danach melde ich mich dann wieder bei der nächsten Mahlzeit. Das ist eine riesige Kugel da, weil sich der Bauch so gequält hat. Snacks will ich euch nicht vorenthalten. Sich selbst. Yummy. Ja. Es geht ab, ich kann ja schon Fame, ja? Ja, jetzt bist du Fame. Sehr gut. Können wir auch Werbung machen? Nein. Boah. Alter. Ey, ohne Scheiß, Mann. Leute. Was sagst du? Neue Pizza. Wir sind jetzt hier bei der Pizza. Die ist nämlich gerade gekommen und es gibt Salami. Irgendwie hat Philipp mich da voll drauf gebracht, kein Plan. Aber ich habe jetzt richtig Bock auf eine Salami-Pizza gehabt. Nimm die graue, Philipp, die ist da. Was machst du da, Philipp? Das ist rumpelt. Okay. Auf jeden Fall die Pizza mega geil, die gebe ich mir jetzt. Und am Sofa muss noch Philipp. Und die Toilette. Aber Philipp sieht geil aus als meine. Ja. Aber der sucht gerade die Toilette. Und am Rand. Ja. Oh, jetzt ist aber nicht sauber, scheiße. Vlog beendet. Guten Morgen, Leute. Gestern war einfach einer der krassesten Cheat Days. Wir haben so heftig viel gegessen. Zwischendurch auch so Sachen noch gehabt, so wie diese Lachgummiteile und so ein paar andere Weingummidinger. Habt ihr gar nicht mehr alles so mitbekommen, weil dann auch vergessen worden ist zu filmen. Aber halb so wild. Wir sind jetzt wieder bei meiner Oma. Es ist jetzt kurz vor 10 oder so und wir fahren dann jetzt gleich nach Hause, ziehen uns um und dann geht's für uns in die Kirche. Mein Bruder hat Konfirmation und da müssen wir natürlich auch mit dabei sein. Das heißt, wir haben zwar gestern gecheatet, aber der Cheat ist noch nicht vorbei. Wir haben vorhin gefrühstückt, haben uns wieder die Cereals, sag ich mal, gemixt. Echt eine geile Kombination. Köln, Schoko, Milchschokolade, Keks, Teile, ultra geil, dann Tresor, Duo Shock und Lion Cereals. Das dann mit ein bisschen White Chocolate Whey. Findet ihr auch bei Mixed Body Shop. Link ist in der Beschreibung. War eine geile Sache. Also Naked Whey, ne? War schon heftig geil. Und ich werde es auf jeden Fall so nochmal wieder tun, aber jetzt die nächste Zeit erstmal nicht. Meine Mutter hat gekocht für die Konfirmation, da gibt es bestimmt irgendwie Rinderrouladen oder sowas. Ich habe mich da gar nicht so mit beschäftigt, was es gibt. Aber das müssen wir gleich erstmal, sag ich mal, in Erfahrung bringen, nachdem wir in der Kirche gewesen sind. Und ich schau mal, wann ich die KM wieder einschalten kann. Ich weiß nicht, ob ich die mit in die Kirche nehmen kann, ich denke schon. Ist ein bisschen blöd zu handeln, weil die ein bisschen größer ist als Philipp seine. Aber ich werde es trotzdem mal versuchen. Philipp ist gerade am Duschen. Und wir packen jetzt unsere Sachen zusammen und dann geht's los. So Leute, erste Vorbereitung sind getroffen. Jetzt geht es gleich ab in die Kirche. Und zwar ist die Wimken-Familie auch ready.
Und der Zwolli, dem habe ich gerade ein paar Klamotten geliehen, der kommt dann gleich. Bin mal gespannt, wie der so aussieht. Also bei mir spannt das Hemd schon einigermaßen. Aber ich habe doch noch eins gefunden. Aber gucken wir mal. Eine passende Jacke dazu ist auch am Start. Hier ist alles gedeckt, fertig gemacht für die Konfirmation. Zeige ich das mal kurz so im Blickwinkel hier. Zack, zack. Und jetzt wird nur noch der Kaffee aufgetrunken und dann geht's auch schon los. Ja, so, den Zwolli auch eingekleidet. Wie ist das? Der Ass sitzt. Ja, irgendwie mussten wir was finden, Leute, ne? Ich wusste nicht, dass wir in die Kirche erst gehen. Deswegen haben wir uns mal hier... Ich hab mich selber noch nicht gesehen. Du weißt auch gar nicht, wie du aussiehst, oder was? Nee. Solange die Knöpfe halt... Ja, habt ihr den Brecher hier schon gesehen? Ja, ich hab mich schon vorgestellt, quasi. Ja, aber Stretch. Das ist ganz gut. So, wollen wir mal in den Gottesdienst, ne? So können wir gehen? Gerade so. Ja. So Leute, wie kann das sein, dass auf dem Sonntag bei Aldi der Parkplatz hier so voll ist und hier bei der Sparkasse? Nee, da müssen wir rein. Und zwar dort in die Kirche. Wurdest du auch konfirmiert? Ja. Ist ganz süß, ne? Aber es ist schon echt lange her. Ich glaube, ich wurde mit 15 konfirmiert. Boah. Und ja, 14 oder 15. Ja, ich auch. 10 Jahre her. Heftig, oder? Aber da warten schon die anderen. Ja. Und da ist auch mein kleiner Bruder in Anzug. Ey, zeig dich mal. Ja, der ist rausgelassen. Ja. Und wie fühlst du dich? Bist du aufgeregt? Ein bisschen. Bisschen? Ja. Leute, hört ihr das, wie laut das hier ist? Wir haben einfach mal die ranzigsten Plätze hier bekommen. Und zwar sitzen wir nicht. Und zwar sitzen wir hier auf so einem. Keine Ahnung, was das hier für ein Stuhl ist. Die anderen, die Kirche ist schon voll. Schau ich das an. Vor allem Leute, wir sehen nichts. Wir sitzen hier voll weit unten. Ich sehe hier gar nichts. Ich sehe wirklich nichts. Aber nun gut. Wir sind einfach zu spät gekommen. Ja, wir sind einfach zu spät gekommen, aber wir singen gleich eine Runde. Wo ist meins? Ach, doch, hinten ist auch. Müssen wir uns eins teilen. Wir teilen uns eins. Und dann zwitschern wir ein Liedchen. Tisch, war Renke? Mhm. Und er ist schon der Erste, der seinen Teller hier durch hat. Aber hier, Philipp, ne? Das ist jetzt deine vegane Kost hier, oder? Nee, auf keinen Fall. Für mich gibt es hier noch Proteins. Leute, es geht weiter. Der Gaumenschmaus, ich kann nicht mehr. Erdbeerkuchen, Sahne. Käsekuchen. Das muss noch alles geschnitten werden, ne? Mhm. Was ist das denn? Ja, ein Krippenspiel, aber kein Spiel. Ja, kein Also ich denke mal, so ein Erdbeerstück werde ich mir gönnen. So ein Käsestück und so ein Teil. Diese Ossi-Torte, das ist, glaube ich, mit Weinbrand und Rosinen drin, ne? Und das ist nicht so meins. Aber Papa mag die gerne. Ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll. Ich denke mal, ich werde den Wettkampf
absagen? Nein, natürlich nicht. So Leute, ab geht's jetzt für den Philipp nach Hause. Also heftig durchgefressen hat er sich. Alter. Das war einfach zu krass. Das muss irgendwie die Tage weg. Wir haben schon gesagt, also. Guck mal hier, wie das auf der Cam aussieht. Ah, sieht gut aus. Was ist das? Oh Gott. Auf jeden Fall haben wir schon gesagt, morgen wieder Cardio mit einbauen. Ja. Zumindest ich und Philipp macht direkt 2 Trainingseinheiten. Ja, ich werde morgen früh erstmal Beine machen und dann muss ich zur Arbeit und danach werde ich nochmal die Arme rannehmen. Ne? Ja. Das Problem ist, also ich denke mal, das geht ja bei mir dann gleich weiter, ne? Mit dem Essen noch so ein bisschen. Also ich werde jetzt nicht einfach aufhören. Ich kann auch nicht irgendwie so einfach aufhören, weiß nicht. Du wirst gleich noch Kuchen essen. Ich werde gleich noch Kuchen essen und vielleicht noch was anderes mal schauen. Ich denke an Müsli, aber da passt gar nichts rein. Ja, ist ein riesen Volumen, ne? Immer ja, Müsli. Müsli ist immer heftig. Zu viel Milch und boah, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall haben wir euch gar nicht mehr so die Szenen gezeigt, wo der Kuchen dann auf den Tisch kam und so, weil die sind jetzt gerade dabei. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil Philipp hat eine Fahrgelegenheit quasi aus Aurich. Ich bringe ihn jetzt dorthin. Und dann wird er von dort aus mitgenommen, dann braucht er nicht mit der Bahn fahren. Also 2 Chicks sind das. Echt? Ja. Richtig nice eigentlich. Ja, mal abwarten. Mal abwarten. Ich meine, wir haben uns ja auch am Freitag mehr versprochen. Ja. So wenn die das jetzt sehen, ich bin raus. Ich habe da nichts gesagt. Ich habe auch nichts gesagt. Naja, war auf jeden Fall ein mega cooles Wochenende. Wir haben einfach viel zu viel gegessen. Wir waren einfach total träge unterwegs und müde. Wir wollten noch so viele Videos drehen. Ja, aber heute hat es sich auch nicht ergeben, wegen der Konfirmation so, ne? Das hat einfach wirklich von der Zeit her gar nicht geklappt. Also ja. Wir wollten wirklich, ich sage jetzt nicht, was wir drehen wollten, das machen wir dann beim nächsten Mal, aber 2 Videos sind einfach mal wirklich safe gewesen. Ja. Und auch mit dem Training und so wollten wir auch mal was machen. Ja, ja. Aber ihr seht ja, was oder ihr habt es ja jetzt dann gesehen, was dabei rumgekommen ist. Wir wollten eigentlich noch mehr abfilmen für euch. Holen wir beim nächsten Mal nach. Es ist ja nicht so, dass wir uns nicht sehen. Und soll ich halten? Wieso? Geht das oder wie? Ja. Okay. Hauptsache, wir sind beide angeschnallt. Ja. Weil Safety first, ne? Nee, aber holen wir einfach beim nächsten Mal nach, würde ich sagen. Und ich kann nur sagen, Philipp, ne, ich glaube, der hat heute bzw. die Tage mal so gesehen, wie ich so cheat, wie ich so durch ausraste, weil das war ja auch schon enorm so letzte Nacht. Ich kannte es ja noch von der Figo-Zeit, ja? Ja. Da habe ich es immer nur so halb mitbekommen, weil ich auch immer ein bisschen eher schlafen war. Aber würde ich mir jetzt vorstellen, Eike und ich würden zusammen wohnen. Ich wäre fett. Ich wäre wirklich fett. Ich habe die letzten Stück Kuchen nur wegen dir gegessen. Nein, also das ist ja auch ein bisschen so geplant gewesen, außer das jetzt mit der Konfirmation und so, obwohl man das auch wusste. aber nee, sonst könnte man, dann würde man quasi sagen, nee, es wird sowas nicht eingekauft, ne? Ja. Da ist ja nicht so. Ja, ich meine, für mich geht es jetzt wieder zurück in die Diät quasi ab morgen. Morgen ist Montag. Und dann ziehe ich meine Diät ganz locker durch bis zum American Dream. Leichtes Kaloriendefizit, zwischendurch mal Cardio. Ich denke mal so 3-mal die Woche Cardio. Wann ist genau American Dream eigentlich? Ich weiß das genaue Datum gerade nicht. Ist es August oder September? Ende August. Okay. Ende August. Und dementsprechend leichtes Kaloriendefizit. Ich habe eine gute Ausgangssituation. Meine Form ist nicht ganz so schlecht, außer dass ich jetzt halt durch die Cheats heftig wieder Wasser gezogen habe. Aber das geht recht schnell raus. Also nach einer Woche ist die Form wieder gut. Ich war sogar sehr überrascht über meine Form, die ich sowieso hatte jetzt so die letzten 2-3 Tage. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass ich noch ein bisschen fetter bin. Aber es ging auf jeden Fall klar und dementsprechend mache ich mir für den American Dream auch keine Sorgen. Und das Einzige, wo ich mir Sorgen drüber machen müsste, wäre, dass ich zu oft noch cheate bis dahin. Shit. Ne, das wäre vielleicht eine Sorge, aber ansonsten. Shit. Und du gehst wieder zurück in den Aufbau, ne? Ja, ich muss das alles abklären. Ich bin da noch gerade am Absprechen, weil American Dream wäre für mich natürlich auch einerseits interessant. Die anderen Wettkämpfe interessieren mich jetzt nicht so sehr in der IFBB. Und
American Dream wäre auch einfach ein, ja, ein guter Zeitraum, sage ich jetzt mal. Es dauert einfach noch ein bisschen und so lange mache ich ja sowieso nicht Diät. Und ich muss mal schauen, ich muss echt mal schauen. Vielleicht stehen wir zusammen auf der Bühne. Wäre auch eine coole Sache, auf jeden Fall. Also Leute, mal wieder ein bisschen was mit Philipp unternommen. Checkt seinen Channel ab, hier oben, ich blende ihn euch nochmal ein. Ansonsten ist der Link auch in der Beschreibung, genauso wie der Link zu Koro Drogerie und Mix Body Shop. Nein, ganz easy. Checkt das ab. Es hat mich gefreut, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt der ganzen Sache einen Daumen nach oben. Bei Philipp natürlich auch. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.